Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 28. Lesung des Buches Babylon Mysterienreligion. Ein sehr interessantes Buch und ein Buch, von dem es eigentlich zwei gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das eine ist von 1853, geschrieben von Alexander Hislop. Und das andere ist von Ralph Woodrow, Babylon Mysterienreligion von 1966 und das lesen wir heute. Ich sage das nochmal so deutlich, weil wir heute mit dem Kapitel, das wir beginnen, das heißt das Winterfest, im vorletzten Kapitel sind. Das heißt, wir kommen zum Abschluss des Buches. Und das Lustige ist, das Winterfest, da geht es natürlich um Weihnachten. Und heute haben wir den 26. April 2020, also kurz nach Ostern. Das passt dann irgendwie überhaupt nicht. Deswegen wollte ich euch mal kurz etwas zeigen. Dies ist ein Video, das habe ich aufgenommen. Oder besser gesagt, aufgenommen, glaube ich, ja, am 15.12. und dann veröffentlicht am 16.12.2015. Das Thema, wie ihr sehen könnt, von Babylon nach Rom, Weihnachten. Das ist aus dem Buch von Alexander Hislop. Ich habe das damals vorgezogen, das Kapitel, das ist nämlich Kapitel 3. Ich war damals gerade in Kapitel 2, glaube ich, drin, das war ziemlich lang. Habe das vorgezogen und habe das eben, weil das zeitlich so wunderbar passte, kurz vor dem sogenannten Weihnachtsfest, das zu veröffentlichen, habe das damals veröffentlicht. Mit Ostern habe ich dasselbe gemacht, das ist auch immer zur richtigen Zeit gekommen. Aber hier das Abschluss, die Abschlusslesung oder eine der Abschlusslesungen von Babylon Mysterienreligion ist halt das Winterfest und kommt jetzt nicht passend zur der Winterzeit. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch das Video anschauen, ihr könnt es runterladen, ihr könnt es speichern, ihr könnt es weiterverteilen und ihr könnt euch daran erinnern, dass wenn das nächste Weihnachtsfest kommt, dass das absolut nichts mit dem Jesus Christus der Bibel zu tun hat, dass es ein absolut heidnisches Fest ist. Und genau das wollen wir heute in dieser Lesung auch besprechen. Bevor wir das tun, habe ich euch ein Musikstück mitgebracht, das der Alexander wieder aufgenommen hat. Und ich wünsche euch viel Spaß hier beim Zuhören des Musikstückes über den Psalm 57 von Alexander. Von David, als er vor Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. Er wird mir vom Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Und Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden, seine Gnade und Wahrheit. Und meine Seele ist mitten unter Löwen und ich liege zwischen Feuerbränden und wohne unter Menschenkinder, deren Zähne Speer und Pfeile und deren Zunge scharfe Schwerter sind. Erhebe dich über die Himmel, oh Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Sie haben meine Füße ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben vor mir und sie sind selbst hineingefallen. Mein Herz ist getrost, oh Gott, mein Herz ist getrost. Ich will singen und spielen. Wach auf,
unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Nationen, denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, oh Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Wieder mal ein wunderschönes Lied. Für meinen herzlichen Dank, Alexander. Und jetzt gehen wir in das Winterfest hinein. Hier hätte ich jetzt ein Bild vorbereiten müssen. Das ist das von der Lesung. Siehe da. Aber wir schauen uns das Bild doch nicht so sehr lange an, weil ich habe noch ein Video vorbereitet. Das lasse ich ohne Ton spielen. Das ist eins meiner ältesten Videos. Das ist auf Englisch, auch mit Weihnachten zu tun und ist noch älter als das von der Lesung von Alexander Hislop. Weil ist ja auch Englisch. Ich habe ja früher nur englische Videos gemacht, bevor ich dann endlich mal mit Deutsch angefangen habe, vor einigen Jahren. Ich habe ja die ersten Jahre nur englische Videos gemacht oder die erste Zeit. Und das heißt, The only thing I want for Christmas is the truth about Christmas. Also auf Deutsch, das Einzige, was ich für Weihnachten will, ist die Wahrheit über Weihnachten. Und das habe ich veröffentlicht am 25. Dezember, ich meine 2014 oder so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall glaube ich doch vor dem von Alexander Hislop. Wenn das 2015 war, dann... Ne? War es doch, ne? 2015, 2016, was war es? 2015, da muss das andere schon ein Jahr früher gewesen sein. Das lassen wir eben mal kurz hierbei laufen, das ist nicht allzu lang. Ich hatte damals noch einen Kanal, der auf 15 Minuten limitiert war. Und danach schauen wir uns die englische Lesung als Film an von dem Babylon Mysterien Religion. So, jetzt fangen wir aber an, ohne Ton natürlich, der ist ausgeschaltet. Und dann fangen wir an, über das Weihnachtsfest zu lesen. Kapitel 20, also Babylon Mysterien Religion, das Winterfest oder Weihnachten. Der 25. Dezember, das ist der Tag, der auf unseren Kalendern als der Tag der Geburt Christi angezeigt ist. Aber ist dies wirklich der Tag, an dem er geboren wurde? Sind die Bräuche, die wir heutzutage zu dieser Jahreszeit pflegen, christlichen Ursprungs? Oder ist auch Weihnachten ein weiteres Beispiel für eine Mischung zwischen Heiden und Christentum? Wenn wir das englische Wort für Weihnachten, Christmas, betrachten, sehen wir bereits hier ein Anzeichen für Vermischung. Und genau davor warnt uns die Bibel ja, wie wir wissen, weil die Bibel sagt, wir sollen das Heilige nicht mit dem Profanen vermischen. Obwohl das englische Wort für Christus, Christ, enthalten ist, so ist auch das Wort Mass zu finden, was übersetzt heißt Messe. Wenn wir an all die ausgefeilten Zeremonien denken, an die Gebete für die Toten, Nekromantie, die Wandlungsriten, die Transubstantiation der Eucharistie und die komplizierten Rituale der römisch-katholischen Messe, kann dann jemand dies noch ernsthaft mit dem Jesus der Evangelien vergleichen? Sein Leben und sein Dienst waren von solchem Ritualismus unbelastet. Wie Paulus fürchten wir uns davor, dass jemand in Bezug auf die Einfalt Christus gegenüber verdorben wird, durch heidnischen Einfluss mittels Ritualen wie zum Beispiel der römisch-katholischen Messe, die ja eine Opfermesse ist. Dazu steht geschrieben im 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3, Zitat, »Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus«, so Paulus warnende Worte. Betrachten wir die Sache von dieser Seite, ist das Wort Christmette, englisch Christmas, das heißt Christusmesse, in sich selbst, ein Widerspruch. Widerspricht die Bibel sich selber? Nein. Also ist Weihnachten schon mal nicht christlich, kann man hier schon feststellen. Trotzdem haben wir noch ein paar Seiten in diesem Kapitel durchzuarbeiten. Was das tatsächliche Datum der Geburt Christi anbelangt, so müssen wir den 25. Dezember als Tag für dieses Ereignis anzweifeln.
Als Jesus geboren wurde, Zitat, waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Ende Zitat. Wir lesen das im 2. Lukas Kapitel Vers 8. Zitat, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Die Schäfer von Palästina übernachteten auf dem Feld mitten im Winter. Adam Clark, ein Historiker und Bibelkommentator, schrieb dazu, Zitat, da diese Schafhirten ihre Herden noch nicht in die Ställe zurückgebracht hatten, ist es sehr wahrscheinlich, dass zu diesem Zeitpunkt der Oktober noch nicht begonnen hatte und dass folgerichtig unser Herr nicht am 25. Dezember, wenn keine Herden draußen auf den Feldern waren, geboren wurde. Aufgrund dessen, und ich füge hinzu, alleine schon aufgrund dessen, sollte der Dezember als Geburtsmonat Jesu aufgegeben werden. Ende Zitat. Nun, wenn uns auch die Bibel das Geburtsdatum Jesu nicht ausdrücklich mitteilt, gibt es Anzeichen dafür, dass es wohl im Herbst war. Ich möchte hier einen kleinen Kommentar einfügen. Ich habe nicht so wahnsinnig viele Kommentare und der fällt mir jetzt gerade eben ein. Es gibt in der Bibel, für diejenigen, die die Bibel gerne studieren, drei Stellen, an denen Geburtstag erwähnt wird. Die drei Stellen, und das könnt ihr gerne nachschlagen, sind einerseits während der israelischen Gefangenschaft in Ägypten der Geburtstag des Pharao, ist auf der anderen Seite im Buch Hiob die Feier der Kinder Hiobs, wo sie ihren Tag feiern, das ist der Geburtstag. Und das dritte Mal ist Herodes, glaube ich, heißt es im Deutschen, der auch seinen Geburtstag feiert. Und er kriegt zur Geburtstagsfeier ein ganz tolles Geschenk von dieser tanzenden Frau, die nämlich den Kopf Johannes des Täufers ihm präsentiert. Ja? Das sind drei Beispiele, wo in der Bibel Geburtstage erwähnt werden. Und was haben diese drei Beispiele alle miteinander gemein? Sie handeln von heidnischen Geburtstagen. Wir wissen nicht, wann Adam geboren war, der erste Mensch auf dieser Welt. Wir wissen nicht, wann Noah geboren war, der Mensch, der mit seiner Familie die Flut überlebte und eine neue Menschheit mehr oder weniger gründete, um das jetzt mal kurz und flachsig so auszudrücken. Wir wissen nicht, wann Moses geboren wurde. Wir wissen nicht, wann die wichtigen Propheten geboren wurden, wie Hesekiel, Nehemia, Jeremia, Daniel, Hosea und so weiter und so weiter. Wir wissen nicht das genaue Geburtsdatum von Jesus Christus. Wir wissen nicht die Geburtsdaten der Apostel. Wir wissen überhaupt kein Geburtsdatum aus der Bibel. Wir wissen selbst das von Pharao und von Herodes nicht. Wir wissen nur, dass sie das gefeiert haben. Wann das genau war, wissen wir nicht. Aber niemand sonst hat jemals in der Bibel seinen Geburtstag gefeiert, außer Heiden. Glaubt ihr nicht, dass Gott uns damit etwas sagen will? Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass Gott sich damit sagt, euer Geburtstag ist doch gar nicht wichtig? Ihr werdet hier in ein Leben hineingeboren, von dem ihr sowieso wisst, dass ihr sterben müsst. Also ich persönlich als wiedergeborener Christ sage, wenn überhaupt irgendein Geburtstag wichtig wäre in diesem Leben, dann wäre es der Geburtstag meiner Wiedergeburt. Das heißt, der Tag, an dem ich als wiedergeborener Christ da bin und also von Gott angerührt wurde, sage ich jetzt mal so, um es zu simplifizieren, ja, zitiert mich jetzt nicht, als wenn ich spreche, die Wahrheit so, wie es wirklich geschieht, aber so kann man sich das ja ungefähr vorstellen. Wenn man Gott annimmt, nachdem er einen erwählt hat, dann ist man ja als Christ wiedergeboren. Ja? Jesus Christus hat ja gesagt, ihr werdet das Himmelreich nicht sehen, es sei denn, ihr seid wiedergeboren aus Geist und aus Wasser. Ja? Also diese Wiedergeburt, das könnte man vielleicht feiern, weil das macht man bewusst mit. Als ich in diese Welt hineingeboren wurde, und ich glaube, das zählt für viele andere auch, die dieses Video schauen oder andere Videos schauen. Als ihr in diese Welt hineingeboren wurdet, da wart ihr doch bewusst gar nicht anwesend. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre alt und ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir erzählt hat, wie es bei seiner Geburt war. Da hat keiner eine Erinnerung dran. Also kann das gar nicht so wichtig sein. Aber uns wird irgendwann mal gesagt von, ey, das ist der Tag, da bist du zum ersten Mal auf die Welt gekommen. Für mich persönlich entweder
die Wiedergeburt, sie zählt. Und was noch viel wichtiger ist, für mich zählt jedes Mal, wenn ich aus dem Schlaf wieder aufwache. Da ich gelernt habe, biblisch, dass der Tod nichts anderes ist als ein Schlaf. Jeden Abend oder auch Nachmittag, wenn ich mal meine Augen zumache, weil ich müde bin und schlafen möchte, und ich mache meine Augen zu und ich schlafe tatsächlich, dann habe ich keine Ahnung davon, wie viel Zeit vergangen ist. Wenn ich dann wieder aufwache, dann ist man erstmal, muss man erstmal auf die Uhr gucken, um zu sehen, wie viel Zeit ist vergangen. Weil es können 2 Minuten sein, es können 2 Stunden sein, es können sogar 2 Tage sein. 2 Tage ist jetzt eher unannehmbar, aber der Punkt ist, man wacht jedes Mal wieder auf und man fängt im Grunde wieder von vorne an. Zumindest, wenn man nachts schlafen geht und am nächsten Morgen aufwacht. Jeder Tag ist ein neues Geschenk unseres Herrn, dass wir noch einen Tag auf dieser Erde weiter in unserem Leben verbringen dürfen. Jeden Tag werde ich in der Hinsicht neu geboren. Und dann jedes Mal auch mit dem Wissen, dass ich neu geboren bin. Also warum soll ich diesen einen Tag feiern? Und genau das sagt Gott sich auch. Deswegen stehen keine Geburtstage in der Bibel. Geburtstag ist nicht wichtig. Auch bei Jesus Christus, über den wir hier ja sprechen in diesem Fall, ist der Geburtstag nicht wichtig. Von Jesus Christus ist wichtig, dass er gestorben ist, weil er kam auf diese Welt mit der Absicht, um zu sterben. Und zwar nicht für sich, sondern für uns alle. Das ist das Wichtige, dass er gestorben ist für uns, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat. Und dass er, wenn wir ihn annehmen, uns das ewige Leben schenkt, das ist wichtig. Und nicht irgendein Geburtstag, irgendein Feiertag. Ja? Feiertag ist auch wieder sowas. Feiertage gibt es normalerweise nicht. Es gibt höchstens heilige Tage. Aber heilig kann nur jemand etwas machen, der selber heilig ist. Das ist Gott. Und Gott hat meinen Geburtstag nicht geheiligt und deinen Geburtstag nicht geheiligt und heiligt überhaupt keinen Geburtstag. Auch nicht irgendwelche Tage von irgendwelchen Heiligen, wie die römisch-katholische Kirche sie feiert. Ja? Wir kennen da ja so verschiedene. In Eine für alle, alle für eine lesen wir ja von diesen ganzen Feiertagen für Maria. Ne? Der Tag der Verkündigung, 25. März, der Tag der Himmelfahrt, 15. August und so weiter und so weiter. Diese ganzen Tage, das sind alles nur Tage, die der Mensch heilig macht. Das sind keine Tage, die Gott heilig macht. Ja? Und die Bibel macht, denke ich, einen ganz deutlichen Punkt, wenn sie bei Pharao, bei den Kindern von Hiob, die dann auch dafür gestraft werden, ja, die werden dafür gestraft, dass sie den Geburtstag feiern. Lest mal das Buch Hiob, sehr interessant. Und Herodes, dass das dargestellt wird, dass es alles nur Heiden sind. Ich glaube, Gott will uns damit etwas sagen. Und wir sollten vielleicht ein bisschen mehr lernen, auf ihn zu hören. Trotzdem, wir fahren jetzt in dem Buch fort. Aber das wollte ich mir mal eben von der Seele reden. Ich finde das nicht so ganz unwichtig. Jetzt habe ich der Film hier verschoben. So, also. Wenn uns auch die Bibel das Geburtsdatum Jesu nicht ausdrücklich mitteilt, damit wir da auch ja nicht irgendeinen Festtag von machen hier auf der Erde, gibt es Anzeichen dafür, dass es wohl im Herbst war. Wir wissen, dass Jesus im Frühjahr gekreuzigt wurde, zur Zeit des Passafestes. Das lesen wir in Johannes 18, 39. Da steht nämlich geschrieben, Zitat, ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Das ist Pontius Pilatus, glaube ich, der hier spricht. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Naja, wie es abläuft, das wissen wir ja alle. Aber hiermit wissen wir, dass er zur Zeit des Passa, wo es die Gewohnheit ist, einen freizugeben, gekreuzigt wurde. Wir wissen auch, dass sein Dienst 3,5 Jahre gedauert hat. Würde dies bedeuten, dass der Beginn seines Dienstes in den Herbst fiel? Zu dieser Zeit war er etwa 30 Jahre alt. Wir lesen das in Lukas Kapitel 3, Vers 23, da steht, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Was damals das anerkannte Alter eines Mannes war, wann er im Alten Testament offiziell Priester werden durfte. Wir sehen dazu im 4. Buch Mose, das ist Numeri, Kapitel 4, Vers 3, es steht geschrieben, Zitat, 3 von 30 Jahren an und darüber bis zum 50. Jahr alle Diensttauglichen für das Werk an der Stiftshütte. Die Stiftshütte ist der Tempel, der später dann in Stein gebaut wurde von Salomon, zur Zeit, wo das eben noch in einem Zelt passierte, zur Zeit, wo sie durch die Wüste gingen, die Israeliten. Ja? Da wissen wir also, dass einer, wenn er 30 ist, bis 50 diensttauglich das Werk einer Stiftshütte verrichten kann, mit anderen Worten, dann kann er Priester werden. Als die Zeit der Geburt kam, gingen Josef und Maria nach Bethlehem, um sich... Ja? Ich hätte seine
Bemerkung noch. Ja. Beim Absatz hieß es ja, man sollte den Gebotsmonat Jesus aufgeben, den 25. Also ich weiß jetzt von früher her, war es ja zum Teil auch verboten gewesen. In England hat man es verboten, die Weihnachten zu feiern oder wie auch in den USA. Hast du gerade den Film gesehen hier, nicht? Da waren die Schilder, ne? Ah, nein, ich habe nicht den Film geschaut jetzt, nein. Nee! Ah, oh, Junge, hättest Nicht? aber mitgucken müssen hier. Ja. Aha. Ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen zurückgehen. Warte mal. Hier. Genau, ja. 200 Genau. Jahre Konsistenz der christlichen Meinung in Amerika. Eine öffentliche Note. Ja? The Observation of Christmas. Oh mein, ich mach das muss aber groß machen, um das gut lesen zu können hier. The Observation of Christmas here is been. Ach, kann ich nicht gut lesen. Deceive the sacrilege and changing of gifts and greetings und so weiter und so weiter. Satanical practice are hereby forbidden. Also the observation of Christmas, das heißt das Observieren oder das Teilnehmen an Christmas, also Weihnachten, ist hier ein Sakrileg, also eine unheilige Handlung. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau übersetzt. Sakrileg. Gibt es ja auch im Deutschen das Wort, aber gibt auch nur eine Bedeutung für, da komme ich jetzt eben nicht drauf. Ist ein Sakrileg, das Austauschen von Geschenken und Grüßen in Effingen Time Closing, ja, ich kann das nicht alles lesen, hier ist es schlecht geschrieben, kann das nicht gut lesen. Feasting und so weiter, es ist deutlich verboten. Und hier, und das ist vom 1855, also noch nicht so lange weg, ja, New York Daily Times, 26. Dezember 1855. Die Kirchen der Presbyterianer, der Baptisten und der Methodisten werden nicht geöffnet am 25. Dezember. Sie akzeptieren diesen Tag nicht als einen heiligen Tag. So, aber bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen, Alexander, sag mal. Ja, nein, das war ja schon der Punkt gewesen. Also eben, zum Teil hat man ja das Parlament hat dann extra die Sitzung gehalten am 25., damit man ja dagegen protestiert, was da abgeht. Damit man ja nicht das feiert diesen Tag. Also. Es ist noch ein großer Unterschied auch zwischen dem, was passiert in Amerika, wie hier das erste Schild, das ist aus dem 17. Jahrhundert, und dem, was im 19. Jahrhundert passiert. Weil im 17. Jahrhundert sprechen wir noch von der Zeit, da waren in Amerika noch die Kolonien. Ja. Im 19. Jahrhundert hatten wir bereits die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Unterschied ist, dass zum Beispiel George Washington, der erste Präsident der Vereinigten Staaten, nachdem er 1789 ins Amt gekommen war, eine seiner ersten Amtshandlungen war, dass er den Guy Fawkes Day verboten hat. Das ist ein Umzug am 5. November, wo man eine Papstpuppe verbrannt hat, um an den Guy Fawkes Day zu erinnern. Das ist an den Schießpulverkomplott, der am 5. November 1605 stattgefunden hat in England, mit dem man damals das Parlament und den König in die Luft jagen wollte. Und das hat George Washington als erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika verboten. Das heißt, in der Zeit, wo es dann die Vereinigten Staaten von Amerika war, wurde Weihnachten schon wieder gefeiert. Hier haben zwar die Kirchen gesagt, sie machen nicht auf, aber Weihnachten wurde schon wieder gefeiert. Wohingegen, wie wir hier sehen, im 17. Jahrhundert sogar tatsächlich es so weit war, dass man also das ganze Feiern dieser Zeit überhaupt verboten hat. Da war es noch strenger. Das war die koloniale Zeit. Da wurde Amerika noch mehr oder weniger regiert von den Puritanern, die auch in England durch den Protestantismus in der Zeit die Oberhand hatten. Ja? Interessante geschichtliche Fakten, ja. Hast du noch etwas dazu? Nein, das wäre alles gewesen, danke. Das wäre alles. Gut, dann machen wir den Film mal weiter. Dann waren wir ungefähr hier. Starten den hier weiter. Ja, wir haben noch ein paar andere interessante Punkte, das wirst du schon noch sehen. Aber dass es in Amerika verboten war, ja. Und wie es in Deutschland war, wo wir leben, keine Ahnung, ob das hier jemals so war, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Protestanten ja hier auch immer weiter am Sonntag zur Kirche gegangen sind und ich meine Weihnachten und Ostern immer Ja, also in gefeiert haben. England war es auch verboten eben. Das weiß ich nicht, aber in Ja, Amerika war es England verboten. war Ich glaube in England auch, ja. Zur Zeit der England. Puritaner denke ich ja. Ja. Also, nochmal. Als die Zeit der Geburt Jesu kam, gingen Josef und Maria nach Bethlehem, um sich einschreiben zu lassen oder registrieren zu lassen. Das lesen wir in Lukas, zweites Kapitel, Verse 1 bis 7 in diesem Fall. Ich habe das da mal rauszitiert.
Es steht geschrieben: Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Das ist übrigens auch etwas, was die Bibel ganz deutlich sagt, was wir nicht tun sollen. Ja? Man soll sich nicht zählen lassen. Numbering heißt das im Englischen. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. So steht es hier überliefert. Nun, es gibt keine Aufzeichnungen, die darauf hinweisen, dass die Registrierung mitten im Winter geschah. Wahrscheinlicher ist es, dass diese im Herbst nach Ende der Erntezeit verordnet wurde. Dann wäre allerdings das Datum in die Zeit des Laubhüttenfestes gefallen, was eine Erklärung liefern würde, warum Maria mit Josef dorthin gekommen ist. Siehe Lukas, Kapitel 2, Vers 41. Wie gesagt, und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und dies würde auch erklären, warum selbst in Bethlehem in der Herberge kein Raum für sie war, Lukas 2, 7, wie wir bereits gelesen hatten. Nach Josephus, das ist der Historiker, der im ersten Jahrhundert jüdische Geschichte aufgezeichnet hat. Nach Josephus war Jerusalem normalerweise eine Stadt von 120.000 Einwohnern. Aber während der Feste versammelten sich dort manchmal bis zu 2 Millionen Juden. Solch große Menschenmengen füllten nicht nur Jerusalem, sondern auch die umliegenden Städte, einschließlich Bethlehem, das nur ca. 8 Kilometer südlich lag. Sollte die Reise Marias und Josefs tatsächlich dazu gedient haben, neben der Einschreibung dem Fest beizuwohnen, dann liegt der Schluss nahe, dass die Geburt Jesu im Herbst gewesen sein muss. Es ist nicht entscheidend, dass wir das genaue Datum, an dem Jesus geboren ist, kennen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das Wichtigste ist natürlich, dass er geboren ist. Die ersten Christen gedachten des Todes Christi, nicht jedoch seiner Geburt. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 26 sagt dazu: Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Die katholische Enzyklopädie schreibt, Zitat: Weihnachten gehörte nicht zu den Festen der ersten Kirche oder zu den ersten Festen der Kirche, so rum. Irenäus und Tertullian, das sind zwei sogenannte Kirchenväter, ja, zwischen Anführungszeichen, hatten es nicht auf ihrer Liste der Feste. Ende Zitat. Als später Gemeinden an verschiedenen Orten begannen, die Geburt Jesu zu feiern, gab es bezüglich des genauen Geburtsdatums Jesu große Meinungsverschiedenheiten. Erst im späten 4. Jahrhundert hielt die römische Kirche das Datum des 25. Dezember ein. Schon im 5. Jahrhundert bestimmte sie, dass die Geburt Jesu nun für immer an diesem Tag gefeiert werden sollte, obwohl dies der Tag des alten römischen Festes der Geburt des Solls war. Soll war einer der Namen des Sonnengottes. Nach dem Historiker Fraser, Zitat, war der heidnisch-religiöse Kult, der am meisten dazu beitrug, dass der 25. Dezember in der ganzen römischen und griechischen Welt eingehalten wurde, die Sonnenanbetung des Mithraismus. Deren Winterfest wurde die Geburt der Sonne genannt. Ende Zitat. Wir wissen, dass der Mithraismus in den ersten 5 Jahrhunderten unserer Zeitrechnung Überhand genommen hat in Rom. Das steht so geschichtlich festgelegt. War dieses heidnische Fest dafür verantwortlich, dass der 25. Dezember von der römischen Kirche ausgewählt wurde? Lassen wir doch einfach die katholische Enzyklopädie selbst antworten, weil die beste Information kommt immer vom Feind selber. Zitat: Das bekannte Sonnenfest des Natalis Invicti, die Geburt der unbesiegten Sonne, das am 25. Dezember gefeiert wurde, trägt wesentlich die Verantwortung für unser Festdatum im Dezember. Ende Zitat.
Es ist verständlich, dass Verwirrung dadurch entstand, dass heidnischer Sonnenkult in Rom christianisiert wurde. Einige dachten, Jesus war Sol, der Sonnengott. Tertullian musste beteuern, dass Sol nicht der Gott der Christen war. Augustin verurteilte die ketzerische Identifizierung des Christus mit dem Sol. Antichrist Papst Leo I. rügte erbittert das Weiterbestehen der Sonnenkulte, da Christen, sogar auf der Türschwelle der Basilika der Apostel stehend, ihr den Rücken zukehrten, um die aufgehende Sonne anzubeten. Ja, wo haben wir das denn schon mal gelesen? Hesekiel Kapitel 8, Vers 16, da steht geschrieben: Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, und siehe, am Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren etwa 25 Männer. Die kehrten dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten. Und sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. Das Winterfest war in der Antike sehr populär. Im heidnischen Rom und in Griechenland, in der Zeit der teutonischen Barbaren, in den fernen Zeiten der alten ägyptischen Zivilisation, im Anfangsstadium der Entwicklung der Völker im Osten, Westen, Norden und Süden, war die Zeit der Wintersonnenwende immer eine Zeit der Freude und der Festlichkeit. Da diese Feiertage so beliebt waren, wurden sie von der römischen Kirche als Zeit der Geburt Jesu übernommen. Einige unserer heutigen Weihnachtsbräuche waren von den römischen Saturnalien beeinflusst. Es ist allgemein bekannt, sagt ein Autor, dass das, was wir mit der Weihnachtszeit verbinden, die Festtage, das Geschenkeverteilen, das allgemeine Gefühl des Wohlbefindens, der Freundlichkeit gegenüber anderen, größtenteils das Erbe des römischen Winterfestes der Saturnalien, Überbleibsel aus dem Heidentum ist. Ende Zitat. Tertullian erwähnt, dass der Brauch, Geschenke untereinander auszutauschen, ein Teil der Saturnalien war. Es gibt nichts daran auszusetzen, sich zu beschenken. Natürlich nicht. Die Israeliten überreichten sich in Festzeiten gegenseitig Geschenke, selbst bei Festen, die nur noch aus einer Tradition eingehalten wurden. Ja, selbst die haben Traditionen gehalten, wie die römisch-katholische Kirche auch macht. Gegen Tradition ist im Allgemeinen auch nicht allzu viel zu sagen, hier in diesem Fall zum Beispiel. Weil in Esther 9,22 und folgende, 9,22 alleine lesen wir, Zitat: Als die Tage, an denen die Juden vor ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren, und als den Monat, in welchem ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in einen Festtag verwandelt worden war, dass sie diese feiern sollten als Tage des Gastmahls und der Freude, an denen sie einander Geschenke machen und die Armen beschenken sollten. Da finde ich persönlich nichts Schlimmes dran, wenn man das aus solchen Gründen macht, Tradition oder nicht. Aber wenn die Tradition dann verfälscht wird mit einer falschen Anbetung, das ist ein anderer Fall. Nur manche versuchten jedoch, die Weihnachtsgeschenke mit den Gaben in Verbindung zu bringen, die die drei Weisen Jesus dargebracht hatten. Das kann aber nicht richtig sein. Als die Weisen eintrafen, lag Jesus nicht mehr in einer Krippe, so wie es der Fall war, als die Hirten kamen, sondern er war in einem Haus. Und wir lesen das in Matthäus 2, 9-11, Zitat: Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie gingen in das Haus hinein, nicht in einen Stall, und das Kind lag nicht mehr in einer Krippe. So steht es zumindest geschrieben. Nun, dies kann eine ganze Weile nach seinem Geburtstag stattgefunden haben. Sie brachten auch Jesus ihre Geschenke da und nicht untereinander. Ja, Esther, was haben wir gelesen? Die Menschen haben sich selbst beschenkt und hier haben sie Jesus beschenkt. Den Weihnachtsbaum, so wie wir ihn kennen, gibt es erst seit wenigen Jahrhunderten.
obwohl die Vorstellung von heiligen Bäumen selber sehr alt ist. Eine alte babylonische Fabel erzählt von einem immergrünen Baum, der aus einem toten Baumstumpf herauswuchs. Der tote Stumpf symbolisiert den toten Nimrod. Da ist übrigens Alexander Hislop viel tiefer drauf eingegangen in seinem Buch Von Babylon nach Rom. Da habe ich euch ja das Video gezeigt hier, was ich damals davon veröffentlicht habe. Also das könnt ihr euch dann gerne mal anschauen und der Lesung hier folgen. Die ist wie gesagt noch intensiver als das, was Ralph Woodrow uns hier anbietet. Der neue immergrüne Baum soll darstellen, dass Nimrod in Tammuz wieder ins Leben gekommen ist. Unter den Druiden wurde die Eiche heilig gehalten. Unter den Ägyptern war es die Palme, in Rom die Tanne, die während der Saturnalien mit roten Beeren behängt wurde. Von dem skandinavischen Gott Odin glaubte man, dass er denjenigen, die sich zur Weihnachtszeit seinem heiligen Tannenbaum näherten, besondere Geschenke übergab. Es gibt in der Bibel wenigstens 10 Stellen, an denen der grüne Baum mit Götzendienst und falscher Anbetung verbunden wird. Wir können dazu zum Beispiel lesen im ersten Buch der Könige, Kapitel 14, 23. Da steht, denn sie bauten auch Höhen und Gedenksteine und Aschera-Standbilder. Ja, Aschera, wisst ihr, das ist so viel wie Ishtar, ein anderer Name nur, Easter, ja, die Himmelskönigin, auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Da alle Bäume wenigstens einen Teil des Jahres grün sind, sind die Bäume, die besonders als grüne bezeichnet werden, wahrscheinlich immer grüne Bäume. Der Weihnachtsbaum nimmt die Vorstellung der Anbetung von Bäumen wieder auf. Ja, Anbetung von Bäumen, das haben wir dazu zu sagen. Hier wird wieder einmal die Schöpfung anstatt der Schöpfer angebetet. Vergoldete Nüsse und Bälle symbolisieren die Sonne. All die Festlichkeiten der Wintersonnenwende sind in die Weihnachtstage hineingebracht worden. Die Verwendung der Stechpalme und der Mistel stammen von den Zeremonien der Druiden. Der Weihnachtsbaum von den Ehrungen, die der heiligen Tanne des Odin erwiesen wurde. Hier hören wir auch mal von der Stechpalme. Das ist sehr interessant, das ist mir früher gar nicht aufgefallen. Das ist ja der Baum, von dem gesagt wird, dass er... der Film ist schon vorbei hier, ne? Dann machen wir den anderen mal auf. Das ist ja der, von dem gesagt wird, oder der Baum, von dem gesagt wird, dass er Hollywood seinen Namen gegeben hat. Naja, wenn ihr unsere Gender Agenda irgendwo 118, 119 folgt, glaube ich, die Folgen müssten das ungefähr sein, dann werdet ihr lernen, dass der Name Hollywood ganz woanders herkommt. Und nicht von Druiden und der Stechpalme. Es ist nun interessant, besser hier, wir hören nicht, Mistel. Der Weihnachtsbaum wurde den Ehrungen, die der heiligen Tanne des Odin erwiesen wurde. Es ist nun interessant, fährt der Autor fort, nach all diesen Informationen die Aussage Jeremias mit der heutigen Sitte, in der Weihnachtszeit einen Baum zu schmücken, zu vergleichen. In Jeremia Kapitel 10, Verse 3 und 4 lesen wir einen sehr interessanten Satz, der lautet: Denn die Bräuche der Heiden sind nichtig. Denn ein Holz ist's, das man im Wald gehauen hat und das der Künstler mit dem Schnitzmesser anfertigt. Er verziert es mit Silber und Gold und befestigt es mit Hämmern und Nägeln, damit es nicht wackelt. Sie sind gedrechselten Palmbäumen gleich, sie können nicht reden. Man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können nichts Böses tun und auch Gutes zu tun steht nicht in ihrer Macht. Wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, machten die Leute in der Zeit Jeremias aus dem Baum wirklich einen Götzen. Der Ausdruck Künstler weist darauf hin, dass es sich um einen einfachen Holzfäller handelte, sondern um eine Person, die Götzen herstellte. Siehe dazu Jesaja Kapitel 40, Verse 19 und 20 und Hosea Kapitel 8, Verse 4 bis 6. Zitat. Das Götzenbild, das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihegeschenk ein Holz, das nicht fault, und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen, das ist jetzt Hosea, ohne dass ich es billigte. Aus ihrem Silber und Gold haben sie sich Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richteten. Dein Kalb hat er verworfen, Samaria. Mein Zorn ist entbrannt über sie.
Wie lange noch sind sie unfähig zur Reinheit? Denn aus Israel stammt es, und ein Künstler hat es gemacht. Es ist kein Gott, sondern zu Splittern soll es zerschlagen werden, das Kalb von Samaria. Und das Wort Schnitzmesser bezieht sich ausdrücklich auf ein Schnitzwerkzeug. Hier sehen wir Dekoration eines Baumes aus einer Zeichnung von 1803. Wenn wir diesen Abschnitt aus Jeremia zitieren, wollen wir nicht unterstellen, dass Menschen, die heutzutage einen Weihnachtsbaum in ihren Wohnungen oder Kirchen stellen, diesen anbeten. Solche Bräuche sind jedoch lebendige Beispiele, wie Heidnisches und Christliches zusammengemischt wurde. Im 6. Jahrhundert wurden Missionare durch den nördlichen Teil Europas gesandt, um Heiden in die römische Hürde zu sammeln, also Herde. Sie entdeckten, dass der 24. Juni unter diesen Leuten ein sehr beliebter Tag war. Sie versuchten, diesen Tag zu christianisieren. Aber wie? Zu dieser Zeit war der 25. Dezember bereits als Geburtstag Jesu von der römischen Kirche angenommen. Da der 24. Juni etwa 6 Monate vor dem 25. Dezember liegt, was würde dagegen sprechen, diesen Tag als den Geburtstag Johannes des Täufers festzulegen? Wir erinnern uns, dass Johannes 6 Monate vor Jesus geboren wurde. Wir lesen das in Lukas 1. Kapitel, Verse 26 bis 36. Und Lukas, das erste Kapitel, ist für mich eins der schönsten Kapitel in der ganzen Bibel. Aber das ist meine persönliche Meinung. Lesen wir eben mal diesen kleinen Auszug. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Ich gehe jetzt nicht weiter auf diesen Ausschnitt ein, aber es ist ein wunderbarer Ausschnitt, um da mal eine Bibelstudie drüber zu machen, weil es ist so voll wunderbarer biblischer Erkenntnis, einfach herrlich zu lesen. Daher ist heute auf dem päpstlichen Kalender der 24. Juni der Sankt Johannistag. In Großbritannien wurde, bevor das Christentum dort Fuß gefasst hatte, der 24. Juni von den Druiden mit hellen Feuern gefeiert, um dem Baal zu huldigen. Herodot, Wilkinson, Layard und andere Historiker berichten von diesen zeremoniellen Feuern in verschiedenen Ländern. Als der 24. Juni Sankt Johannistag wurde, wurden auch die heiligen Feuer übernommen und hießen nun Sankt Johannesfeuer. Sie sind als solche erwähnt in der katholischen Enzyklopädie. Ich habe Menschen gesehen, die durch das Sankt Johannesfeuer in Irland rannten und sprangen, lautet ein Bericht aus dem letzten Jahrhundert. Und sie sind stolz darauf, unversengt hindurchzukommen. Sie glauben, durch die Zeremonie auf besondere Weise gesegnet zu werden. Es scheint uns, dass durch diese Riten eher der Moloch als Johannes dem Täufer geehrt wird. Wir lesen im 3. Buch Mose, also Levitikus, Kapitel 18, Vers 21, Zitat: Du sollst auch von deinen Kindern keines hergeben, um es dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen, und du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Der 24. Juni wurde in dem einstigen Fischgott Oannes geheiligter
wurde als, Entschuldigung, der 24. Juni wurde als ein dem einstigen Fischgott Oannes geheiligter Tag angesehen. Nimrod war unter diesem Namen bekannt. In einem Artikel über Nimrod sagt der Historiker Fawcett, Zitat, Oannes, der Fischgott, der Babylon zivilisierte, kam aus dem Roten Meer hervor. Ende Zitat. In der lateinischen Sprache der römischen Kirche wurde Johannes Joannes genannt. Beachten Sie, wie ähnlich dieser Name mit Oannes ist. Solche Ähnlichkeiten halfen, die Vermischung des Heidentums mit dem Christentum zu fördern. Der 15. August, der in heidnischer Zeit der Isis oder Diana geweiht war, wurde einfach in Maria Himmelfahrt umbenannt, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Er wird bis zum heutigen Tag hochheilig gehalten. Ein weiterer Tag, der vom Heidentum übernommen worden ist, um angeblich Maria zu ehren, ist der 2. Februar, an dem Maria Lichtmess oder die Reinigung der gesegneten Jungfrau gefeiert wird. Nach dem mosaischen Gesetz wurde eine Frau nach der Geburt eines Sohnes 40 Tage lang als unrein betrachtet. Das lesen wir im 3. Buch Mose, also Levitikus 12. Kapitel wohl. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten Maria und Josef das Baby Jesus in den Tempel, um ihn dem Herrn darzustellen und das vorgeschriebene Opfer zu geben. Lukas Kapitel 2, Verse 2 bis 24. Ja? Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn den Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und in der Bibel steht auch weiter notiert, dass hier ein gewisser Simeon auf den Tempeltreppen wartete und Jesus in der Hand halten durfte. Jemand, der genau verstanden hat, wann Jesus Christus wirklich geboren wurde. Und dass das eben nicht im Dezember war. Ich gehe da auch gleich nochmal abschließend mit einem kleinen Kommentar drauf ein, weil ich habe etwas anscheinend übersehen bei der Lesung, weil ich habe da eigentlich einen Kommentar drüber vorbereitet. Aber gut, lesen wir erstmal weiter. Von dem 25. Dezember, als dem Geburtstag Jesu ausgehend, würde der 2. Februar gut in die Zeit der Reinigung der Maria hineinfallen. Aber was hat dies mit den Kerzen zu tun, die an diesem Tag angezündet werden? Ist Kerzenanzünden biblisch? Naja, im heidnischen Rom wurde dieser Festtag begangen, indem man Fackeln und Kerzen umhertrug. Um Februar zu ehren, nach der unser Monat Februar genannt ist. Ja? Die Griechen hielten das Fest zur Ehre der Göttin Demeter oder lateinisch Ceres, der Mutter der Persephone oder im lateinischen Proserpina, die mit Kerzen tragenden Festteilnehmern nach ihrer Tochter in der Unterwelt suchte. Die Übernahme des 2. Februars als Ehrentag für die Reinigung der Maria war also so perfekt, dass man diesen Tag sogar nach den heidnischen Bräuchen, in denen Kerzen eine wichtige Rolle spielten, Maria Lichtmess benannte. Und hier sehen wir ein Bild, wo der Papst Kerzen verteilt an die Menschen, die da unten stehen und diese auffangen wollen, um dieses Fest feiern zu können. An diesem Tag werden alle Kerzen, die während des Jahres für katholische Rituale gebraucht werden sollen, gesegnet. Eine alte Zeichnung zeigt den Papst, wie er gesegnete Kerzen an Priester verteilt, hatten wir gerade eben gesehen. Die katholische Enzyklopädie schreibt dazu, Zitat, wir brauchen nicht zu verschweigen, dass Kerzen, Weihrauch und Weihwasser gewöhnlich in heidnischen Religionen und in Riten, die den Toten gewidmet waren, verwendet wurden. Ende Zitat. Könnte der Apostel Paulus auferweckt werden, um dieser Generation zu predigen, hätte er nicht zu der Kirche gesprochen wie zu den Galatern, wo wir das ganz deutlich lesen in Galater 4, Verse 10 und 11. Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Der Zusammenhang zeigt, dass die Galater von der Anbetung der Götter in Vers 8 bekehrt worden waren. Damals aber, so steht geschrieben, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind.
Also der Zusammenhang zeigt, dass die Galater von der Anbetung der Götter bekehrt worden waren. Sie haben jetzt endlich die Idolatrie fallen gelassen und Jesus Christus angenommen. Wenn es heißt, dass sich einige wieder ihrem früheren Götzendienst zuwandten, dann bedeutet dies offensichtlich, dass die Tage und Zeiten, die sie einhielten, der Huldigung heidnischer Götter bestimmt waren. Später fand man seltsamerweise einige dieser Tage christianisiert, bei der sich zu Christus bekennenden Kirche als Ehrentage wieder. Tja, das endet Kapitel 20 und bringt uns zu Kapitel 21 zum Abschluss des Buches. Aber ich weiß nicht wieso, aber ich habe tatsächlich eine Note von mir übersehen, weil ich habe hier, als es um die Geburtszeit, genau hier, den Text habe ich übersehen, schätzen wir. Ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt, mit dem ich ein für alle Mal deutlich mache, für jeden Zweifler, dass Jesus Christus unmöglich am 25. Dezember geboren sein kann. Wir hatten hier ja darüber gesprochen, dass es bereits Anzeichen dafür gab, dass es im Herbst war. Die Schafherden waren draußen mit ihren Hirten. Und wir wissen vor allen Dingen, wann Jesus Christus gestorben war, nämlich, dass das zur Zeit des Passafestes war. Auch das hatten wir hier gesprochen. Ne? Johannes 18,39. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Und wir wissen, wie es ausging. Nein, schrien die Juden, gib uns Barnabas, gib uns Barnabas, gib uns Barnabas und Jesus, den Kreuziger. Passafest. Und wir wissen alle, das Passafest ist im Frühjahr. Da kann nun keiner irgendwas dran rütteln. Da rüttelt auch die römisch-katholische Kirche nichts dran. Jetzt ist der folgende Punkt. Der Autor sagt, hier schätzen wir, dass sein Dienst 3,5 Jahre gedauert hat. Dann würde das bedeuten, dass der Beginn seines Dienstes in den Herbst fiel. Jetzt sagt der Autor aber, schätzen wir mal. Ich schätze aber nicht. Und die Bibel schätzt auch nicht. Sondern die Bibel ist genau. Wie gesagt, die Bibel gibt aus ganz guten Gründen den Geburtstag Jesu Christi selbst nicht frei. Ist auch gut so. Weil sonst würden wir eben das machen, was die römisch-katholische Kirche mit Weihnachten macht. Wir würden diesen Tag feiern. Ja, wir sollen uns aber bewusst sein dafür, dass er nur geboren wurde, um für uns zu sterben. Schätzen wir? Nein, wir müssen nicht schätzen. Wir müssen nicht schätzen, denn wir wissen aus Daniel Kapitel 9, dass es 3,5 Jahre sind. Jetzt sagen einige vielleicht, die dieses Video zum ersten Mal sehen und die sagen, wie Daniel 9, was hat denn Daniel 9 mit 3,5 Jahren, was hat denn das mit Jesus Kreuzigung zu tun? Wie kann man denn daraus ersehen, dass Jesus Christus, nicht Weihnachten geboren wurde? Wie kann man das so deutlich sehen? Nun, wenn wir uns Daniel Kapitel 9 einmal vor Augen halten, dann geht es hier um die Verse 24 bis 27. Und da steht im letzten Vers, Vers 27, steht darin, dass der Messias, wenn er kommt, für eine Woche, in der Mitte der Woche, sein Leben aufgibt, aber nicht für sich selbst. Nun, eine Woche sind 7 Tage. 7 prophetische Tage sind 7 Jahre. Das Ministerium von Jesu Christi dauerte von seinem 30. Geburtstag an, da hatten wir hier drüber gesprochen, dass er zum Zeitalter 30, wenn man als Jude ein Priester werden konnte, den Leviten beitreten oder als Levit sein Priesteramt im Tempel versehen konnte, wissen, dass er mit 30 wie heißt das im Deutschen jetzt, anointed wurde, heißt das im Englischen, also dass er getauft wurde. Und das war dann zu seinem 30. Geburtstag. Er war ungefähr 30, als er anfing mit seinem Ministerium. Er hat da sein Ministerium 3,5 Jahre versehen und ist dann ans Kreuz gegangen, in der Mitte der Woche. So steht es in Daniel Kapitel 9 geschrieben. In der Mitte der Woche wird er dafür sorgen, dass die Opferung und die Weihgaben, dass die aufhören. Ja, Oblations heißt das im Englischen. Also mit anderen Worten, wir wissen ganz deutlich, dass Jesus Christus sein Ministerium aufgenommen hat, als er ungefähr 30 war. Das hatten wir vorhin ja auch besprochen. Und wir wissen, dass er in der Mitte der Woche, das ist nämlich der Anfang der 70. Woche, in der Mitte der Woche ans Kreuz ging. Also 3,5 Jahre später. Er sagt hier, wir schätzen, dass es 3,5 Jahre war. Nein, wir wissen, dass es 3,5 Jahre war, weil wir wissen, dass er am Passa gestorben ist. Und wenn das Passa, also März, April war, mit unserem Kalender, den wir heute haben, den römischen Kalender, kann man das ja nicht mehr so
perfekt sagen. Ja, es war der erste Monat, der Monat Abib, der erste Monat des Jahres der Juden oder der Israeliten, wenn man das so will. Da die ersten, der 14. des Monats, da war das Passafest. Und wenn ich von da jetzt 3,5 Jahre zurückrechne, ja, dann lande ich irgendwo September, Oktober. Dann lande ich unmöglich im Dezember. Und deswegen muss ich nicht schätzen, wann Jesus Christus geboren wurde. Ich weiß, dass er im September, Oktober geboren wurde. Aus dem einfachen Grunde, weil sein Ministerium der 70. Jahrwoche 3,5 Jahre im Fleisch und 3,5 Jahre im Geist war. Und das ist die Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel. Und da kommt ja noch eine ganz andere, sehr intensive Lesung drüber aus dem Buch, das den englischen Titel trägt, Exploding the Israel Deception, was gerade ins Deutsche übersetzt wird und was ich dann auch in Deutsch lesen werde. Und dann wird das für jeden ganz deutlich sein. Also der Autor sagt hier, wir schätzen, dass sein Dienst 3,5 Jahre gedauert hat und wir müssen das nicht schätzen, weil es ist festgeschrieben in Daniel Kapitel 9, dass sein Dienst 3,5 Jahre dauern wird. Das hat Daniel bereits in seiner Vision gesehen, über 500 Jahre vor Jesus Christus schließlich geboren wurde. Das wurde ihm vom Engel Gabriel gesagt. Also, Jesus Christus ist unmöglich am 25. Dezember geboren. Wenn er nicht am 25. Dezember geboren ist, dann heißt das mit anderen Worten, dass die ganze Welt, die sogenannt christlich ist, hier einem heidnischen Fest festhält. Und nicht nur mit Weihnachten, sondern auch, wie wir bereits in früheren Lesungen hier gesehen hatten, mit Ostern das so tut. Und wir hatten ja gerade eben noch andere Feiertage besprochen, sowie den Tag des Johannes, den 24. Juni, den 15. August mit Maria Himmelfahrt. All diese ganzen Festtage, Feiertage, Heiligentage sind festgesetzt von dem Papst und haben, oder von der römisch-katholischen Kirche im Allgemeinen, und haben absolut nichts zu tun mit Christentum. Und während der Autor sich nur traut zu sagen, schätzen wir, dass sein Dienst 3,5 Jahre gedauert hat, sage ich, nein, wir können biblisch beweisen, dass sein Dienst 3,5 Jahre gedauert hat, weil wir Daniel Kapitel 9 verstehen. Und in Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27 steht ganz deutlich drin, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und deine heilige Stadt. Das sagt Gabriel zu Daniel in babylonischer Gefangenschaft und spricht über die Juden und spricht über die Juden als sein Volk und spricht über Jerusalem als seine Stadt. Und es kommt ganz deutlich zur Sprache, dass in der Mitte der Woche, der letzten dieser 70 Wochen, ja, die ist aufgeteilt in drei verschiedene Abschnitte. Einmal 7 Wochen, das sind die ersten 7 Wochen, in denen der Tempel aufgebaut wird. Dann sind es 62 Wochen, in denen die ganze Stadt und die Mauern aufgebaut werden. Und dann ist es die letzte Woche, weil 7 und 62 sind 69. Und nach 69 kommt die 70. Woche. Und da hat Jesus Christus sein Ministerium angefangen nach seiner Taufe im Jordan, hat 3,5 Jahre im Fleisch sein Ministerium vollbracht und hat das Königreich Gottes hier auf dieser Erde gelehrt. Dann ist er ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, wie in Daniel 9,27 steht, nicht für sich selbst, sondern für uns. Er hat mit vielen einen Bund geschlossen für eine Woche, aber in der Mitte der Woche ging er ans Kreuz, um zu sterben, aber nicht für sich selber. Und da er sein Ministerium begonnen hat, als er ungefähr 30 war, und dann 3,5 Jahre gedient hat, dem Herrn, dafür, wissen wir, das war im Frühjahr, also muss er im Herbst geboren sein. Ich muss es nicht schätzen, ich kann es wissen. Ich kann es wissen, weil die Bibel es so sagt. Das ist keine Theorie, das ist kein Gedanke von mir, das ist einfach nur klarer Menschenverstand, das Wort Gottes so zu nehmen, wie es geschrieben steht, es so zu begreifen, wie es geschrieben steht, keine eigene Interpretation dazufügen, sondern ganz einfach das Wort für Wort nehmen, wie es da steht. Da steht ganz klar, in der Mitte der Woche wird er abgeschnitten. Und er hat sein Ministerium begonnen, als er 30 war, das war der Anfang der Woche. Und so wissen wir ganz sicher, dass Jesus Christus nicht am 25. Dezember geboren ist. Und damit bleibt uns nur über, dass wir uns von allen möglichen Festivitäten in der Zeit
entsagen, weil wir wissen, dass wir damit nicht den Gott der Bibel heiligen, sondern dass wir damit Satan huldigen. Und das will er. Satan will gehuldigt werden. Satan will angebetet werden. Dafür hat er bereits versucht, unseren Herrn in der Wüste zu verführen. Der hat ihn 3-mal abgewiesen, aber ein anderer, der hat sein Angebot angenommen. Und der nennt sich heute Stellvertreter Christi auf Erden. Und der sorgt dafür, dass wir am 25. Dezember, dem Tag der Wiedergeburt der Sonne, des Sonnengottes, eine Schöpfungsanbetungsfeier machen und verkauft euch das als Christentum. Wenn ihr dieses Video gesehen habt, dann wisst ihr besser. Und dann solltet ihr einen jeden in eurem Bekanntenkreis, in eurem Familienkreis davon unterrichten und den Leuten sagen, wenn ihr euch denn Christen nennen möchtet, dann könnt ihr auf gar keinen Fall an solchen Festivitäten teilnehmen. Dann leistet ihr dem Papst Ungehorsam. Satan will Anbetung. Und das wissen wir aus dem 13. Kapitel der Offenbarung sowieso. In dem 13. Kapitel der Offenbarung steht das Wort Anbetung verschiedene Male drin. Und wisst ihr, was die höchste Form der Anbetung ist? Gehorsam. Ungehorsam heißt also auch nicht anbeten. Erinnert euch mal an Schedrach, Meschach und Abednego in Babylon, wo es darum ging, die goldene Statue von Nebukadnezar anzubeten. Gehorsam, Ungehorsam, Anbetung, Nicht-Anbetung. Ja, gut, dass dieses Video ein paar Monate vor Weihnachten rauskommt, so habt ihr Zeit, euch damit vorzubereiten und das in eurer Familie und Bekanntenkreis mal bekannt zu geben, für diejenigen, die es noch nicht wussten. Weihnachten ist kein christliches Fest und hat nichts mit Jesus Christus zu tun. Und nächstes Mal, zur 29. Lesung, werden wir uns wiedersehen und dann werden wir das Buch im letzten Kapitel abschließen können. Und bis dahin bleibt mir nur, euch den Tipp zu geben, bitte lest eure Bibel. Maranatha.